Hallo alle zusammen, heute zeigen wir B gefragt Design mit Pulver, wie man das richtig macht, damit das hält. Wir fangen damit an, also auf dem Naturnagel natürlich erstmal die Base und dann die Farbe. Also die Unterlage nehmen Sie einfach dementsprechend, wie Pulver ausschauen soll. Hier haben wir so Anthrazit schwarz genommen, deswegen auch schwarze Farbe. Machen zwei Schichten drauf. Und wieder in die Lampe. Für 30 Sekunden. Ja, speziell bei dunklen Blitzern ist es immer so, dass die Strahlen von LED-Lampe sehr schlecht durchkommen. Deswegen, wenn ihr jetzt auf die schwarze Farbe nicht getrocknet, das drauf streuen würden und aushärten, wird das nicht halten. Wir nehmen eine klare Base, extra Base von Neoneo und machen eine Schicht drauf und dann streuen wir die Glitzer drüber. Wichtig ist, die Glitzer ganz schnell drüber zu streuen, damit sie nicht flach auf dem Nagel liegen, sondern auch ein bisschen quer sich positionieren, dann hält das Ganze viel, viel besser. Also ganz schnell. So. Und dann einfach ein paar Sekunden warten, bis die Glitzer ein bisschen sich mit der Base vermischen, also quasi so in die Base reingehen. Und dann härten wir das Ganze eine Minute lang aus. Also eine Minute aushärten, Sie brauchen danach nicht mit dem Topf nochmal drüber gehen. Und danach ist Design fertig. So, wir machen jetzt 30 Sekunden, aber ihr müsst eine Minute aushärten. Genau. Und zum Schluss einfach die überrestlichen Glitzer mit so einer Brush wegmachen. Und fertig ist unser wunderschönes Design.